Hallo, liebe Freunde und Mitglieder vom Deutschen Naturheilbund. Wer schon mal bei uns war in der Geschäftsstelle, hat diesen Kopf hier gesehen, diese Büste von Vinzenz Priesnitz, die wir haben. Aber wir sind jetzt nicht bei uns im Schloss Baustadt in Neulingen, sondern wir sind am Ursprung unserer Geschichte. Bei Vinzenz Priesnitz in seinem Wohnhaus. Und ich freue mich sehr, zu Gast zu sein bei dem Museumsdirektor Mr. Pavel Rouchard. Die Dame. Wir sind hier zu Gesprächen für das Jubiläum im nächsten Jahr. Nächstes Jahr feiern wir 200 Jahre Kaltwasserheilkunde nach Vinzenz Priesnitz. Und das wollen wir nicht nur in Deutschland feiern, das wollen wir europäisch feiern und gemeinsam natürlich mit dem Ursprungsort. Und dafür sind wir heute für erste Planungen hier. Es wird spannende Dinge geben. Wir wollen Buchprojekte machen. Und auch ihr habt für das Jubiläum einiges und auch für das Museum einiges geplant, was verändert werden soll im Museum. Mit unseren Partnern haben wir im nächsten Jahr viele Pläne zum Jubiläum. Zum Beispiel schreiben wir zwei Bücher. Das erste wird über das Thema sein, welche Rolle Vinzenz Priesnitz in der Geschichte der Wissenschaft und der Medizin gespielt hat. Das Thema des zweiten Buchs ist das zweite Leben von Vinzenz Priesnitz. Das heißt, es geht um die Historiografie von Vinzenz Priesnitz, die von verschiedenen Menschen beschrieben wird. Wir planen auch eine Konferenz über das Thema Gesundheit aus dem Bereich von Vinzenz Priesnitz. Ich nehme an, dass nicht nur Historiker, sondern auch Fachleute aus vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Medizin, an dieser Konferenz teilnehmen werden. Okay, we are looking forward and now we start to plan together. Thank you very much. Thank you. Dankeschön.